Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen genießen. Heute machen wir für euch Fisch. Für euch, für uns eigentlich, aber für euch das Video. Helmut. Mit Knoblauchblattspinat und Reis, gedünsteten Reis. Also wir haben hier die Helmut-Steaks. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer. Dann für den Knoblauchblattspinat haben wir den Blattspinat, da könnt ihr euch die Tiefkühlten nehmen, weil ihr müsst, wenn es am frischen hat, müsst ihr sowieso blanchieren, das kommt dann aufs Gleiche raus. Da habe ich schon fein gehackte Zwiebeln, etwas gehackten Knoblauch, Mehl für den Fisch zum Wenden, zum Mehlieren praktisch und den Reis. Den kochen wir dann auch noch. Also der Heilbutt ist ein Fisch, der auf verschiedene Arten zubereitet werden kann. Der weiße Heilbutt eignet sich eher zum Dünsten, aber wir werden ihn trotzdem grillen. Es geht auch, weil der hat nur 2% Fett und 20% Eiweiß. Das heißt, wenn man den grillt, muss man den langsam grillen, weil sonst verbrennt uns das Eiweiß. So, salzen. Fisch braucht viel Salz. Aber nachdem wir das Meersalz haben, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Dann tun wir den Pfeffer. Drehen wir den ganzen Krempel um. Der Heilbutt ist ein ziemlich feinfasriger Fisch. Schaut her, der ist ganz kompakt. Das passt schon so, das gehört so. Ja. Der Fisch ist eben leicht bekömmlich und lässt sich mit verschiedenen Beilagen kombinieren. Eben, wir machen heute einen gedünsteten Reis und einen Knoblauchblattspinat dazu. Das passt eigentlich sehr gut. So, ich habe hier die Pfanne schon aufgestellt für den Fisch mit Öl. Das lassen wir schön heiß werden. Dann habe ich hier einen Topf für den Reis. Gebe mir etwas Futter hinein. Lassen wir zerlaufen. Schön heiß ist, dann können wir das, schaut mal das auf, so. Den Fisch haben wir schon gesalzen und gepfeffert, das habt ihr gesehen. Den tun wir dann auf beiden Seiten etwas im Mehl tauchen und dann in die heiße Pfanne. Brutzelt schon schön. Da haben wir die größere, die müssen wir auf der Hautseite braten. Wichtig ist eben bei dem Fisch langsam, weil der hat ziemlich viel Eiweiß und dass uns das nicht verbrennt. So, und hier, die Butter haben wir schon zerlaufen jetzt. Dann haben wir hier den feingeschnittenen Zwiebel. Nicht alles, die Hälfte geben wir da rein. Die andere Hälfte brauchen wir dann für den Blattspinat. Für die Kameraposition ein bisschen geändert, dass ihr ein bisschen besser seht. So, schaut's her. Der Zwiebel soll keine Farbe geben, nur leicht anschwitzen. Dann geben wir den Reis dazu und 1,5 Teile Wasser. Also noch einmal die Menge von 1,5 Teile Wasser, brauche ich euch hier nicht erklären. So, schon's her. Das lassen wir jetzt mal aufkochen. Der Fisch. Das. Ah,
der wird herrlich, der duftet schon so gut. Wir haben herrliches Essen heute. Einfach zu machen, ist im Prinzip, klingt teuer, ist aber nicht teuer. Das Ganze, den ganzen Sack, das ist ca. 1,5 Kilo, 11 Euro, ein Fisch. Ja, für ein Heilbutt, guter Preis. Und ihr könnt es natürlich frisch auch kaufen, aber frisch ist natürlich noch teurer. Da könnt ihr um die 30, 34 Euro rechnen pro Kilogramm. So, also der Heilbutt ist, ich weiß nicht, ob ihr Kenntnisse habt von den Fischen, ist ein Raubfisch, der schon in jungen Jahren anfängt zu rauben. Er hat sehr gerne im Heil, Rotbarsch und solche Fische. Ja, schaut sehr. Ui, der fällt ein bisschen auseinander. Da muss man aufpassen, dass man kein Püree kriegt. Das ist eben dumm, der Fisch ist eher zum Dünsten. Aber ich habe es mal probiert. Ja, das geht schon. Das ist schon langsam. Vorsichtig. So. Gut, unser Reis kocht. Jetzt füllen wir den nach hinten, aber die Flamme schon kleiner gedreht. Dann können wir die hier verwenden. Dann für den Blattspinat. Dann brauchen wir ebenfalls einen Topf. Das reicht so ein kleiner. Etwas Öl, ich habe da die große Kanne. So. Den Fisch kann man noch ein bisschen zurück. Ja, der wird schön, passt schon. Ja. Und Öl dazu. Knoblauch. Ich muss gleich glasig anschützen auch. Wenn du das gleich glasig anschließt, kannst du ein bisschen Weißwein untergießen. Das hat den Vorteil, es wird volumöser vom Geschmack her und der Spinat behält seine grüne Farbe. So, das lassen wir jetzt mal. Dann können wir da schon etwas Salz dazu geben. Hallo Minimaus. Hallo. So, und den Spinat. Was wird das denn hier? Heilbutt. Gebratener Heilbutt mit Spinat und mit Reis. Gibt's hier nur Zwiebeln? Ja. Überall. Normal gibt's halt eigentlich nur eine Augenbrille. Was ihr eigentlich nicht tut. So, schaut her, den Spinat tun wir dann nur gleich andünsten. Und Papa? Ja? Was ist, wenn man den Fisch zu lange drin lässt? Dann fällt er auseinander und zerkocht. Und das wollen wir nicht. Wir können den schon abdrehen. Das reicht die restliche Hitze. Das was? Ist, ja. Darf ich? Ist schon abdreht. Oh. So, wir können... Warum brodelt das dann noch? Ja, weil das die Resthitze ist. Siehst du? Schau, wie schön. Das ist schon weich. Das passt gut. Lecker Fisch. Was Ich mag ihn schon, aber nicht mein Lieblingsfisch. Aber ich, das ist mein Anfang.
So, den Reis müssen wir noch dünsten, dauert auch ungefähr 10 Minuten. Und dann sind wir schon fertig. Ups, da mal. Papa, wie lange machst du schon die Kocharbeit? Wie lange ich schon Koch bin? 37 Jahre mit der Lehrzeit. 3 Jahre gelernt und dann als Koch gearbeitet. War ich 15 Jahre war ich auf Saison unterwegs, habe viel gelernt. Und wie lange warst du in der Kochschule? 3 Jahre. 3 Jahre? Das ist lange. Ja, das ist normal. Normale Ausbildung. So, der Fisch ist fertig, der Reis ist fertig, Spinat ist fertig. Wir können anrichten. So, dann machen wir mal den Spinat. Dann machen wir einen schönen Sockel. Wie gesagt, das ist halt ein leichtes Gericht. So. Auch. Kann man so schöne Nockerl machen, so irgendwie so. Mal das. So. Den Fisch. Den Tisch, mal schon vorsichtig, weil der ist ziemlich weich, aber das ist dem geschuldet, dass er sehr viel Eiweiß hat. So, schauen wir, ob wir das schön daher kriegen. Jetzt das halbe Stück dazu. So, die Haut ist auch in Ordnung. Passt, das wär's. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo würde mich freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch und viel Spaß beim Nachkochen. Ciao!